Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. So, wir haben es jetzt zum Shinra-Hauptgebäude geschafft und müssen uns dort jetzt unbemerkt einschleichen. Guckt euch mal diesen riesen Kaventsmann an. Meine Güte, meine Güte. Da bin ich gespannt drauf. Ah, jetzt wird's richtig spannend. Erst einmal schaue ich mich hier natürlich sehr, sehr sorgfältig um. So. Man merkt schon, es bewegt sich so langsam, aber sicher in Richtung Finale zu. Dieses Spiel. Was bedeutet, dass wir wahrscheinlich schon ziemlich bald unseren Schwerdurchgang starten werden. Wir haben sich vollkommen verbarrikadiert. Ich fühle mich geehrt. Wir sind sicher nicht deren einzige Feinde. Denk an die Hauptgruppe. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auch Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. Und das da unten sieht echt aus wie die Ruhe vor dem Sturm. Einmal so auf den Krieg vorbereitet, der gleich losbricht. Ah. Krass, wenn man sich das Ganze mal so von oben anguckt, ne? Die ganze Gegend, die Straße, auf der noch Autos fahren, die Wachen, die da unten hin und her gehen. Ah. Schon schick. Muss ich zugeben. Aber das war ja bislang noch nie ein Problem von diesem Spiel. Ne? Grafik, die war bislang immer top. Das hat schon die Intro-Sequenz ganz eindeutig bewiesen. Das verspreche ich. Wir sind hier, um Aeris zu retten. Nicht für deinen Rachefeldzug. Feindkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampf ablassen, verdammt nochmal. Hitzköpfiger als ein Bomber. Hast du nicht ganz unrecht. Aber ich kann ihn auch ein bisschen verstehen. Uiuiuiui. Ja, also vor allen Dingen sind wir auch viel zu wenig Leute, um hier noch irgendetwas Großartiges anzuzetteln. Ganz ehrlich, wir müssten hier mit einer verdammten Armee im Rücken hereinspazieren, wenn wir es mit denen allen aufnehmen wollen. Oh Mann, ich hoffe, dieses Einschleichen ohne Alarm auszulösen klappt einigermaßen. Ich meine, ich schleiche ja durchaus gerne in Videospielen, aber ihr wisst ja auch von anderen Spielen, klappt bei mir nicht immer so hundertprozentig, ne? Ist oft genug, dass dann irgend so eine Kleinigkeit passiert, die am Ende den Alarm auslöst und schon habe ich den Salat. Aber Mühe gebe ich mir natürlich immer. Das ist klar. Okay, darunter. Ah, sieht gut aus. Da geht es wohl lang, Alter. Oh, auch so eine von den Sonnen, oder? Die einmal komplett auf das Shinra-Gebäude drauf scheint. Oh. Ein bisschen schmerzt das ja schon in den Augen. Oh Mann. Okay, schade. War nicht so viel drin wie erwartet. Aber egal. Wir erholen uns. Zugegeben, haben wir eigentlich nicht wirklich nötig, aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich so eine Bank sehe, verspüre ich einfach das Verlangen, mich draufzusetzen. Und nein, keine Sorge, im echten Leben ist das bei mir nicht so. Sonst käme ich ja kaum vorwärts, wenn ich mal nach draußen gehe. Oh, da ist eine Bank. Oh, da ist eine Bank. Oh, da ist eine Bank. Käme ich gar nicht mehr raus. Na gut. Also jetzt die Treppe hier runter. Und dann sehen wir mal. Oh, jetzt sind wir schon gefährlich nahe. Sodass die einen theoretisch entdecken könnten. Ne? Ist ja nicht so, als ob dieser Weg hier stark begangen wird, ne? Wir sind die einzigen hier dementsprechend. Die in unsere Richtung gucken, müssen das eigentlich schon direkt so als eine verdächtige Bewegung einstufen und uns zumindest erstmal mit den Augen verfolgen. Aber, ach, es ist genau das gleiche wie im ersten Teil. Warum erkläre ich den Wachen, wie sie... Ah. Ein Fahrzeug von Shinra. Mir nach. Zum Glück hat der Fahrer das nicht gehört.
draußen alles okay? Bei dir? Alles okay. Dir auch? Sehr gut. Gut, könnt weiter. Der Kontrollpunkt wäre das Schild. Oh, ups. Was wollt ihr hier? Oh Mann, Barrett. Was Geschicklichkeit angeht und Gleichgewicht und so weiter und so fort, generell Koordination, das müssen wir aber nochmal üben, ne? Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Nice. Schwertsturm, Bams, Bams, Bams. Was ist da los? Stehen bleiben! Widerstand ist zwecklos! Glaube ich euch nicht. Nice, Klaus hat das nächste Level up erreicht. Oh, ich dachte, da liegt was. Einmal die Boxen so ein kleines bisschen umhersch. Ups, hallo! Ja, ist ja okay. So, Tifa bitte einmal Vita auf Cloud anwenden. Er kann es gerade gut gebrauchen. Ups, so. Und Barrett macht mal bei der Gelegenheit, wo er gerade zwei Leisten voll hat, die maximale Wut. Go! So. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Wie knapp der überlebt hat. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wir müssen weiter. Der Ausgang müsste weiter hinten sein. Auch nett von Cloud, dass er das Barrett jetzt nicht wirklich vorhält, ne? Der denkt sich, ja gut, ist passiert, kann man nicht ändern. Machen wir einfach weiter. Ach ja. Aber ja, was ich gerade eben noch sagen wollte, es ist ja genauso wie im allerersten Part von diesem Projekt. Da habe ich den Wachen ja eigentlich auch schon erzählen wollen, wie die eigentlich ihren Job zu machen haben. Aber eigentlich ist es ja für mich ziemlich gut, wenn die ihren Job scheiße machen. Gerade eben ja auch. Die haben unter den Wagen geguckt, von allen Seiten, aber nach oben nicht ein einziges Mal. Warum? Haben die alle steife Nacken gehabt oder was? Aha. Ah, egal. Ich genieße erstmal wieder diesen wunderschönen Remix vom Final Fantasy VII Battle Theme. Herrlich. Egal in welchen Variationen ich ihn hier gehört habe, es ist immer wieder ein Genuss. Hey, was ist los? Kein Kontakt zur Zentrale mehr. Haben die uns sabotiert? Keine Ahnung. Hallo. Schichtwechsel. Was soll das? Der Junge mir den Vollmann. Erwartet. Jetzt reicht mir. So. Barrett, benutze mal Vita auf Cloud. Cloud kann auch Vita auf Tifa benutzen. So. Reicht schon. Ich muss ja nicht immer Vitra nehmen. Solange die Charaktere noch keine gelbe Gesundheitsleister haben, reicht es vollkommen, wenn ich das normale Vita nehme. Bam! Oh ja, schockanfällig, sehr gut. Ach du Sack. Eine Vakuumwelle. Wo gibt's denn sowas? Okay, Vitra für Cloud. Jawoll. Nice, Barretts Stufe ist gestiegen. Finde ich auch. Ach, ist das schön. Die Level-Ups, die kommen gerade schön regelmäßig. Ich mag das. Ne? Eben typisch Rollenspieler, da geht einem einfach das Herz auf. Automatisch. Ich kann einfach nicht anders. Gut. Hier geht's wohl weiter, hä? Ja, doch. Nur, dass ich, Was wollt ihr hier?
Ich versuche einfach nur dafür zu sorgen, dass ich nicht im Kreis laufe. Schwertsturm. Was war das denn gerade? Erste Hilfe! Okay. Sehr interessant. Barrett, benutzt mal Vita bei dir selber. Einkesseln! Da! Ich bin bereit. Schwertsturm. Und nochmal, weil es so schön ist. Und ich bin sogar in der Offensivhaltung geblieben. Das ist ja super. Okay. Jawohl. Oh, Materia Luft hat die nächste Stufe erreicht. Sehr gut. Damit ist der Forschungsbericht einen weiteren Schritt näher an der Vervollständigung. So muss das sein. Ich meine, die meisten Erfahrungspunkte werde ich ja eh erst auf dem schweren Schwierigkeitsgrad kriegen. Oha, Truhe. Beinahe übersehen. Zum Glück erkennt man sie an ihrem Leuchten auch schon von Weitem. Ja. Ne? Die meisten Erfahrungspunkte kriege ich, wie gesagt, wahrscheinlich erst auf schwer. Aber schadet ja nicht, ein paar der Materias schon vorher auf Maximum zu kriegen. Schaden kann es ja nicht, ne? Desto weniger habe ich dann einfach später zu tun, wenn ich auf schwer alles handhaben muss. Und je besser mein Equipment für schwer, desto besser. Ne? Das kommt ja auch nochmal dazu. Okay, hier ist sonst nichts. Na gut. Jetzt wird's ja lustig. Oh je. Ich glaube, hier werde ich mal Feuergabe nutzen. Jetzt habe ich das allerdings in die falsche Richtung gefeuert. Wollte ich eigentlich nicht. Jetzt aber. Oh, jetzt. Ach, du Drecksvieh. Nee, ist klar. Verdammt. Ich muss einen ordentlichen Schlag gegen die landen. Yes! So musste das sein. Okay, ich würde sagen, heilen überlasse ich jetzt lieber erstmal den beiden anderen. So. Sehr gut, der hat das schon mal erledigt. Ah, ihr verdammten Hunde. Wie gesagt, eigentlich mag ich Hunde, nur nicht die, die mich umbringen wollen. Limit, Atomisator, bei wem mache ich das? Beim Soldaten, der gerade in Schock ist? Ja, komm. Ich will dich leiden sehen. Lol, jetzt schon weg. Aber Cloud zieht natürlich schön seinen Move durch. Hoffentlich haben die uns nicht gemeldet. Verschwinden wir von hier. Ja, hoffen wir es mal wirklich. Sonst ist unser heimlicher Eindringplan jetzt schon gefailt. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt sozusagen. So, zweimal Megatrank. Okay. Na dann. Okay, der Kontrollraum. Oder der Wachraum, wie auch immer. Ah. Können wir da überhaupt rein? Nö, gar nicht. Ist ja auch keiner drin. Tö, sind die alle rausgelaufen, um uns zu bekämpfen? Arme Säue. Oder die sind rechtzeitig abgehauen. Feige Säue. Ach Quatsch. So. Warum Normaltreppe gehen? Wenn hier eine Rolltreppe ist, hallo? Oh, jetzt wird es etwas stiller. Und es wird auch etwas schicker natürlich. Hier, uiuiuiui. Schön gebohnerter Boden, ne, wo sich alles drin spiegelt. Eieieiei, die Haupthalle oder was? Sieht da mal gar nicht so aus wie ein Bossraum.
Die ausgestorben. Ja. Hast du eine Idee, wo sie Aeris festhalten? Hab ich. Vermutlich in der Forschungsabteilung. Und wo ist die? Oben. Denke ich mal. Ganz oben. Denkst du also? Gucken wir am Empfang. Vielleicht finden wir da was. Sehr gute Idee, Tifa. Ich meine, ja, klar, es ist ein Videospiel, natürlich. Eingerichtet. Dieser Angeber. Irgendwann wird dieser Protzbau zerbröseln. Dafür sorge ich schon. Aber bitte nicht heute. Mal gucken. Ja, zumindest nicht, solange wir noch da drin sind, ne, Barrett? Ach Gottchen. Gucken wir uns mal hier noch ein kleines bisschen um. Also ja klar, es ist ein Videospiel. Natürlich müssen wir bis ins oberste Stockwerk. Völlig egal, was unser Ziel ist, ne? Es wird immer im obersten Stockwerk sein. Immer. Mogri-Medaille. Entweder im höchsten oder im tiefsten. Also es ist entweder im höchsten oder im tiefsten Stockwerk. Ja? Kommt drauf an, was für eine Art Dungeon es ist. In Höhlen ist es meistens eher unten. Oder ganz weit hinten im Labyrinth. Diese Barriere, die löst sicher Alarm aus. Diese ollen Spielverderber. Sehen wir mal oben nach. Oi, was ist los, Barrett? Hat dich da gerade der Zensurhammer erwischt? Oder warum hast du nur so eine schwache Bemerkung abgelassen? Dieser ollen Spielverderber. Ich habe das Gefühl, er wollte sich zu dem Zeitpunkt mehr aufregen, aber irgendjemand hat zu ihm gesagt, nicht fluchen. Und? Wie kommen wir rauf? Entweder mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Ja, und ich wette mit euch, der wird nicht funktionieren. Oder man braucht einen besonderen Schlüssel dafür. Oder man sorgt dafür, dass man sämtliche Etagen einzeln freischalten muss als anwählbares Ziel bei dem Ding. Ich garantiere es euch. So, einmal, beim zweiten Mal dachte ich mir, nehme ich die Treppe, weil, komm, ein bisschen Sport muss der Cloud ja auch machen. Nötig hat er es zwar nicht unbedingt, aber, ne? Wir wollen uns diese Faulheit mit der Rolltreppe mal nicht zu sehr angewöhnen, wa? Solange es noch eine andere Möglichkeit gibt. Hallo? Bitte sag mir, dass wir damit später entkommen. Ich habe mich jetzt schon darin verliebt. Und dabei bin ich eigentlich nicht so der Motorradtyp, aber das Teil finde ich trotzdem geil. Ja, ist schon extrem verdächtig, dass hier drinnen jetzt keine Sau mehr ist. Kann doch gar nicht sein. Brauche ich eine Schlüsselkarte hier? Sieht so aus. Ja, eine autorisierte Schlüsselkarte. Die brauchen wir sicher auch für den Fahrstuhl. Hier auch. Ja. Ohne Schlüssel kommen wir wohl nicht drauf. Hier werden anscheinend Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Am Empfangsschalter. Nur wie? Kommen wir ran? Vielleicht geht's ja von oben. Guck mal. Wenn man sich die Lampen entlanghangelt, geht's vielleicht. Tatsache. Also mich tragen die nicht. Ich versuch's mal. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Schieb ihr in der Zwischenzeit Wache. Alles klar. Es ist Tifa-Time. Los geht's. Okay, ich versuch mal mein Glück. Fall bloß nicht runter. Wird schon schief gehen. Ja. Oh, ey. Okay. So, okay. Einmal rum. Und jetzt, jetzt schon? Ja. Okay. Passt schon. Perfekt. Special Agent Tifa. Auf geheimer Mission.
Und natürlich keine einzige von den Wachen, die wir mittlerweile besiegt haben, keine von denen hatte natürlich eine Schlüsselkarte dabei. Ist doch nicht so, als ob sie die gebraucht hätten, oder? Oh. Bist du okay? Hab ich mich erschreckt? Sollte wohl so sein, ha? Huh? Ich meine, ich wäre ja eher diagonal gesprungen, anstatt geradeaus. Ich wusste, dass das nicht reichen würde. Aber gut, Tifa. Und wie Cloud direkt angelaufen kam. Oh, er macht sich Sorgen um sie. Ist das nicht süß? Gut, oioioioioi. Ach so, das sind alles kleine Modellzüge und Eisenbahnen. Ah ja. Auf dem ersten Blick sahen die Dinger aus wie potenzielle neue Waffen für Barrett. Ich wollte schon vorschlagen, dass wir eine davon für ihn mitnehmen, dass er sich die an seinen Arm dran schrauben kann. Aber im nächsten Moment denke ich mir, ja okay, wird ja wohl nicht wirklich was bringen, wenn es eigentlich nur Modellzüge sind. Ja. Obwohl ich die Idee schon ganz nett finde, ne? Weil dann könnte man auf Englisch ziemlich gut sagen, Barrett hits like a train wreck. Wenn er tatsächlich sowas als Waffe benutzen würde, ne? Also übersetzt heißt das halt, er trifft wie ein Zugunfall oder Zugunglück oder wie ein Zugwrack. Sozusagen. Würde dann ja passen. So, muss ich jetzt hier das richtige Auto wählen, um wieder hochzukommen? Naja, da würde ich wohl am ehesten noch das hier nehmen, ne? Und dann, okay. Oder muss ich die nicht noch irgendwie, Muss ich diese Modelle vielleicht noch irgendwie verschieben oder so? Nö. Ich sehe zumindest keine Möglichkeit dazu. Muss ich die Autos verschieben? Weil diese Plattformen, auf denen sie stehen, die sehen irgendwie aus, als ob die drehbar wären. Hier vielleicht? Ah, okay. Parcours tiefer. Alles klar. So. Eine Kraftprobe? Na, da bin ich doch dabei. Hier, das hier? Upsala. Ah, ich wollte schon sagen, wo soll ich jetzt anfangen, mich festzuhalten? Dort. Alles klar. Ah, zusammen mit dieser Musik. Einfach nur herrlich. Ups. Ah, da hätte ich durch die Mitte gemusst. Ups. So. Ja. Genau richtig. Okay. Und wohin jetzt? Au. Okay. So. Und Cloud guckt da immer noch vom Gelände aus zu. So, das hätten wir. Ah ja. Und hier genau dazwischen. Tifa, danke. Ich wollte schon sagen, warum dreht sie sich denn nicht? Ich drücke doch den Analogstick in die richtige Richtung. Und jetzt hier wieder. Okay. Nicht aufgeben. Ja. Du hast doch schon. Durchhalten. Nur noch ein Stück. Ja. Du hast. Oh, ups. Ich hätte doch abbiegen sollen. Du hast ja auch die Klimmzüge ziemlich bravourös gemeistert. Dementsprechend, ne? Das hier sollte dann wohl vergleichsweise ein Klacks sein. Denke ich zumindest. Ah, Mist, hier komme ich ja gar nicht weiter. Komisch. Habe ich hier irgendwo eine. Hä? Irgendwo hier habe ich scheinbar was verpasst. Au, da lang soll ich. Ups. Sehe ich ja jetzt erst. Alles klar, macht ja auch mehr Sinn. Ich dachte mir schon, irgendein Puzzlestück fehlt mir offensichtlich gerade. Okay. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Pfad. Und da wären wir. Okay, nur noch mal kurz hier gucken, ob sich nicht was versteckt. Nein. Gut. Gleich ist's geschafft. Freut euch auf meinen Abschlusssprung. Oh ja. Gut, hier ist auch nichts. Na dann.
So, jetzt kriegen wir es aber hin, oder? Denke ich mal. Und zack. Da guckt er noch. Wo ist Barrett? Guckt er von da oben aus? Ah, da ist er. Sehr gut. Na dann. Und hepp. So, jetzt kommt der Abschlusssprung, ne? Am besten auf dem Ding landen und sich davon abstoßen, oder? Um nochmal mehr Momentum zu kriegen. Ach so, oder das. Ja, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Whoops. Ah. Hä? Ah, ich muss Dreieck drücken, um mehr Schwung zu kriegen. Okay. Ich dachte schon, mit Dreieck würde ich loslassen. Und dachte mir, oh Gott, nein, bitte nicht. Jawohl. Du Meisterdiebin. Oh, so kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Hä? Hat funktioniert. Ich habe gar nichts gemacht. Na, auch gut. Nein. Tifa, kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo, das Labor von Professor Hojo, Etage 65. Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. Ja gut, aber immerhin, bis zur 59. kommen wir ja jetzt. Ist ja schon mal was. Ist besser, als wenn wir jetzt von der ersten Etage aus oder vom Erdgeschoss aus jeden einzelnen Stock mitnehmen müssten. Uff. Das wäre auch ein krasser Dungeon. Wobei es ja nicht untypisch für japanische Spiele wäre, wenn es einen Dungeon gibt, wo es mindestens 100 Ebenen gibt. Ne? Gerade in den japanischen Spielen kommt so etwas sehr gerne mal vor. Dementsprechend hätte es mich jetzt nicht überrascht, wenn das Spiel das hier tatsächlich durchgezogen hätte. Wobei das hier wahrscheinlich eher nur so eine Art Aufwärmtraining gewesen wäre für den richtigen 100-Ebenen-Dungeon. Schwermetallreif, okay. Weil storymäßig gab es, glaube ich, nie einen richtigen 100-Ebenen-Dungeon, oder? Gab es mal ein japanisches Spiel, wo man so einen 100-Ebenen-Dungeon im Laufe der Story abschließen musste? Ich glaube nicht. Ich kann mich zumindest gerade an kein Spiel erinnern. Die waren in allen Spielen, die mir gerade einfallen, immer optional. Naja, wer weiß. Vielleicht habe ich das jeweilige Spiel noch nicht gespielt oder es fällt mir gerade nicht ein, sei es wie es sei. Ist es egal, welchen Aufzug wir nehmen? Ich schätze mal schon, oder? Na komm, nehmen wir hinten links. Okay, war das jetzt gut oder schlecht? Warum ist der Aufzug gekommen, wenn ich den hier gerufen habe? What? Okay. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Wie es oben wohl aussieht? Sicher besser bewacht. Da oben sind wichtige Einrichtungen. Und nun? 10. Etage. Vorsicht an den Türen. Hey, hier! Ah, verdammt. Also Barrett, nochmal zu deiner Aussage von vorhin. Nein, es ist nicht auch gut, wenn irgendetwas zum eigenen Vorteil passiert, obwohl man nichts gemacht hat. Gerade wenn es sich dabei um etwas Technisches handelt, sollte man eher vorsichtig sein. Nicht übertreiben. Jetzt hab ich okay, gut. Erstmal egal. Ich gehe einfach stark davon aus, dass sie doch bereits erwartet werden. Trotz ihrer
Vorbereitungen und ihrer Mühen, unbemerkt zu bleiben. Kein Problem. Nein. Tifa benutzt auch Vita bei Barrett. So. Na dann. Uff, okay. Jetzt wurde sogar unsere Aufzugfahrt gestoppt, im 10. Stockwerk schon. Uff. Ah, die ist nicht autorisiert, hä? Für diese Stockwerke. Keiner, oder nicht für diese Türen, was auch immer. Okay. Aber Aufzüge können wir wenigstens neue rufen? Ja, hört sich so an. Okay. Jetzt wird doch wieder nur der hier beschworen oder beschworen, sage ich schon. Hat der mich erschreckt. Herbeigeholt. Die uns gemeldet haben? Dafür fehlte die Zeit. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Lass mich raten. Nochmal anhalten? Die faulen Schinrasäcke sollen mal die Treppe nehmen. Wenn jemand aufkreuzt, stellen wir ihn ruhig. Wird schon werden. Oh. Das nimmt langsam Überhand. 20. Etage. Vorsicht an den Türen. Ja, irgendwie habe ich mir das gedacht. Der nächste Halt in der 20. Etage. Also mit anderen Worten, alle 10 Etagen werden wir jetzt schön anhalten. Wisst ihr Bescheid? Erste Hilfe. Sicher ist sicher. So. Ach, egal. Stellaner Wille. Cloud, benutze mal Schwertsturm. Weil es so schön effektiv ist. Nee, Barrett benutzt erstmal noch nichts. Cloud benutzt noch einmal Schwertsturm. Und Tifa kann ja auch Hochtouren nutzen. Oh, schade. Konnte sie es nicht wirklich ausnutzen. Naja gut, sei es wie es sei. Ich würde an dieser Stelle auf jeden Fall für heute gerne Schluss machen. Bis zur 20. sind wir gekommen. Fehlen ja nur noch 39. Bis wir dann ganz oben in der 59. angekommen sind. Na, das wird ja lustig. Alles klar, Leute, dann würde ich an dieser Stelle für heute sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!